Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Fruchtbare Sporen anzunehmen bei Xav in den Sangarmarschen an dieser Position. Rechts unten im Bild sieht man zu jeder Zeit die Koordinaten eingeblendet, wo ich mich gerade befinde. Falls eine Vorquest nötig sein sollte, dann ist es vermutlich Sporegar, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte vom Prinzip her, aber auch für PC Classic funktionieren. So, ich begebe mich in ein größeres Questgebiet, in der Hoffnung, dass da viele Mobs sind. Und ihr seht, die gesuchten Mobs, die diese fruchtbaren Sporen droppen, befinden sich auch außerhalb von Questgebieten. Weil hier ist nichts eingezeichnet. Nur da, 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 hier. Und ja, der Mob war an dieser Stelle. Und da vorne sind auch noch welche. Da war es gleich gut, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin. So konnte man das sehen. Und da habe ich schon eine fruchtbare Spore. Ich hatte schon eine im Inventar vom letzten Versuch, die Quest aufzunehmen. Da habe ich ewig nach diesen Mobs gesucht und keine gefunden. Anscheinend hat vor mir jemand gequestet gehabt. Da kann ich lange suchen, dann habe ich sie abgebrochen und neu gestartet. Okay, noch immer nichts. Weiter geht's. Gleich bin ich im großen Questgebiet. Mal schauen, was da so abgeht. Und ich glaube, hier sind Marschenläufer. Die können auch diese Quest-Items droppen. Ich habe es übrigens geschafft, die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Ich biete dafür auch einige Sachen an. Falls es euch interessiert, was, einfach draufklicken und durch das einfache Draufklicken schließt ihr noch kein Abo ab oder sonstiges. Als erstes gibt es nur ein paar Informationen und ein Informationsvideo von mir, warum, wieso, weshalb. Falls es euch nicht interessiert, ignoriert das einfach bitte. So, weiter geht's. So. Und wie ihr seht, sind hier einige Quest-Mobs. Also das Gebiet hier kann ich empfehlen, zumindest wenn es nicht überfarmt ist. Leider hatte ich bis jetzt Drop-Pech. Aber diese Mobs können diese Quest-Items droppen. Gibt's ja nicht so viele Quest-Mobs und es droppen keine Items. Also ja, dann darf ich mal die zwei hier aus dem Weg. So, und die zwei haben jetzt nicht zu Quest gehört, aber die haben den Weg versperrt zu diesem großen Sporensegler. Der hat jetzt bestimmt ein Quest-Item dabei. Ist ja der dritte oder vierte Mob. Nach dem letzten Quest-Item. Und nix. Der Wahnsinn. Wie kann ich so ein Pech haben?
Da war aber eins dabei. Ja, ihr seht, diese Quest-Items können selten sein. Ich mache jetzt eine kurze Videounterbrechung, werde die Quest-Items weitersammeln und mich wieder melden, sobald ich in der Nähe des Abgabe-NPCs bin, und dann gibt's eventuell neue Infos. Also nicht wegschalten, bis gleich. Ich bin hier schon auf dem Weg zum Abgabe-NPC. Das Ganze hat ein bisschen gedauert, die Dropshots waren nicht so super, aber in diesem Gebiet, wo ich war, also hier, waren sehr viele von diesen Sporensegler. Und dadurch, dass ich die Quest in WoW Retail aufnehme und da kaum noch jemand twinkt oder questet, hatte ich alle Mobs für mich. So, Moment, da bin ich falsch, hier entlang. Also, Quest ist abzugeben bei Xav, in den Zangenmarschen, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr mein Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns da mal live. Eizocke, Ende.